Ja, hallo liebe Freunde, ich bin zurück bei Transportfieber, hier wo man auch spielt. Ja, wir sind hier bei dem Güterbahnhof in der Nähe zwischen Kassel und Radis. Ich habe hier jetzt nochmal den Bahnhof neu hingestellt, weil der zu weit weg war. Den Bahnhof. Wir kaufen jetzt hier unseren Zug. Hier mal schauen gehen. Jetzt ging es relativ mal fix. Nehmen hier mal einen Diesel zur Abwechslung wieder. Da habe ich gedacht, ich habe hier schon mal Zug vorher gesehen. Wenn ich ihn wieder finde. Den hier. So, den mal nehmen. Betriebskosten 0 pro Jahr. Ja, okay, nehmen wir doch den. Und die Wagen möchte ich hier, die Allround-Wagen, die hier. Vier von denen. Das gute Vor erstmal erreichen. Dann schicken wir den auch hier auf die. Was ist der hier? Ja, das ist die Linie hier. Dann ab mit dir. Mal schauen, wie der so aussieht. Ja, sieht doch ganz nett aus. Ich würde sagen, wir steigen dann gleich mal mit ein. Auch wenn er jetzt hier 20 km/h fährt. Ach, zwei Leute. Ja, Wechsellicht. Okay. Sehr viele Kameras aus hier. Ja, da bekommt man den ganzen Ruß ins Gesicht. Ja, hier haben wir sogar noch unsere eigene Strecke. Auf der Seite. Und der sollte jetzt wenigstens Treibstoff da nach oben bringen zur Fabrik. Wir werden dann noch da unten bei Köln in der Fabrik. Ja, noch die Lastwagen fehlen, glaube ich, noch für unsere Gewerbelinie werden wir noch erweitern müssen, bevor das hier überhaupt funktionieren kann. Eigentlich einen coolen Ton von diesem Zug, wenn man so bedenkt, als Diesel. Ja, die Linie wird jetzt noch nicht funktionieren, derweil wir da oben das Ganze eingerichtet haben. Straßenfahrzeug ersetzen. Die dümpeln auch im Minus herum. Da werden wir jetzt mal
andere raufsetzen. Was ist das für eine Linie? Ah, okay, das sind die Teile. Können wir hier, glaube ich, ein paar nach Hause schicken. Da haben wir wahrscheinlich eh zu viele drauf. Wir schmeißen hier mal zwei raus. Und schauen, wie es dann funktioniert. Fahrzeugersatz können wir aber trotzdem machen. Wir müssen nur wissen, was das für Fahrzeuge sind. Mit Anhänger. Das waren hier. Nehmen wir auch wieder. Können wir sie selber ersetzen. Gut. Und hier wollten wir noch Fahrzeuge haben. Für die Linie. Da würde ich mal die hier nehmen. Nur vier Stück und dann geht ihr auf die Gewerbelinie. Dann wird das nämlich schon mal funktionieren. Hier oben haben wir einfach noch gar keinen. Die haben weder Treibstoff noch Lebensmittel. Das können wir eigentlich schon relativ schnell ändern. Gehen wir einfach hier nebenhin noch ein Depot hinpflanzen. Das machen wir jetzt, glaube ich, auch gleich mal. Machen wir mal was Größeres hin. Da sollten wir die Fabrik eigentlich haben. Kriegt ihr 19, okay. Rein müssen wir. Mal schauen, wo wir hin müssen. Einerseits mit dem Gewerbeteil. Andererseits mit dem Industrieteil. Gewerbe, ja, ist relativ schön getrennt. Könnten wir also mal sowas vielleicht ansetzen. Muss kurz schauen, wie ich das hier mache. Ja, entdeckt er mir ein bisschen zu wenig ab. Nehmen wir doch einfach das Standardteil, welches wir immer nehmen. Ja, und ich habe es schon wieder vergessen, wegen den Meldings zu schauen. Jetzt sogar noch hier, kriege ich eben nicht mehr hin. Ist eigentlich auch scheiße da oben, das Teil hinzumachen. Machen wir einfach hier hin. Das andere legen sie da. So. Gut. Auch die Linien. Zwei Linien. Dann wäre das mal das Industriedingens. Und das hier wäre. Wo habe ich es hingesetzt? Hier. Das wäre das andere Gewerbeteil. Güter-LK, LKW, dies. Moment, das habe ich aber immer so geschrieben. Industrie-Radis. Und Güter-LKW. KW. Ja,
gegen Vera B. Wordies. Ja, ich hab glaub ich das Schreiben ein bisschen verlernt. Gut. Depot haben wir hier. Sicher. Hier unten. Güter, hier nehmen wir. Wir können keinen Treibstoff transportieren. Die vier für das Gewerbe. Die hier für die Industrie. So, dann haben wir die Linie nämlich auch schon. So, dass sie nämlich hier auch gleich mal Treibstoff kriegen. Bald mal. Jetzt ist hier noch nichts angesprungen da unten. Die Produktion her. Nee, ich mache jetzt das nicht, sonst stürzt mir nämlich das Spiel wieder ab. Irgendwie hat es ein Problem, wenn ich sobald ich die irgendwie vergrößere, dass das Spiel OD macht. So komisch, dass hier keine Lebensmittel rausgehen zurzeit. Ich würde hier tatsächlich sogar die Fabrik auch ersetzen. Ich bin mir nicht so sicher, ob die Fabrik hier überzeugend funktioniert. Ich mache hier mal noch eine Speicherung, falls das Spiel doch abnippelt. Dann habe ich nämlich den jetzigen Stand noch. Jetzt hier brauche ich eine Food Dingens. Sollte die auch schon mal eher was liefern. Ja, die liefert schon. Gut. Ja, jetzt hier aber auch nicht groß was angeliefert, so wie das scheint. Halt bin der Zug. Boden ist er. Du hast gar nichts, wieso jetzt das? Wieso gibst du hier nichts raus? Versuche mir Getreide abzutransportieren. Ihr müsst halt hier was liefern, Jungs. Liefen irgendwie hier nur so spärlich.
Verzug jetzt. Ja, 33 Pass, das ist irre, also das wächst langsam. Doch ein bisschen an. Aber wir haben ja natürlich noch die Fernbusse von Radis nach Kassel hoch. Die könnte man, glaube ich, einstellen, die Busse. Weil die sollen jetzt eigentlich mit dem Zug mitfahren. Ich glaube, die Busse, die reagieren eben auch. Ja, die machen zumindest ein bisschen Plus. Stellen wir die Linie mal ein. Würde ich doch einfach mal sagen. Jetzt beruhigt sich die Linie. Das wäre die hier. Die macht jetzt auf Wiedersehen. Mal nach Hause und die Linie weg. So. Die sollen jetzt auf den Zug umsteigen. Dann wird der nämlich auch ein bisschen voller. Damit rendiert der auch ein wenig besser. Der hat jetzt einen Treibstoff dabei. Ja, ich denke, die wird schon langsam kommen. 5% Nahrung haben sie schon. Super. Die Personen warten hier. Radis 53. Stuttgart, Köln, Kassel. Wir könnten eigentlich den Text noch anpassen, weil hier ist Stuttgart raus. Sehr ja Köln nach Kassel. Jetzt immerhin eine Person. Ja, da haben wir ein bisschen mehr Passagiere. Aha, jetzt haben wir hier 11 Getreide mittlerweile. Ja, sie arbeiten langsam vorwärts. Das gefällt mir schon besser. Ja, jetzt haben wir auch wieder ein paar Treibstofftropfen. Nee, die holte ich nicht. Und den Stadtteil. Ja, da ist noch gar nichts dergleichen angekommen. Von Gütern. Was eigentlich relativ schlecht ist. Wie viele stehen denn hier rum? Hey? Personenstadtbus 7. Fernbus Köln, Radis. Die Linie könnte man wahrscheinlich auch einebnen. Die sollen ja auf den Zug. Und die Zuglinie ist ja eh schon mächtig überlastet von Köln. Und dann noch da oben. Von dem her, das macht nicht viel Sinn, wenn wir die jetzt einebnen, sozusagen. Könnten höchstens die durch eine Bus, durch einen weiteren Zug hier ersetzen. Wobei hier haben wir eben auch mächtige Leute. Gut, wir wissen ja nicht, ob die nach Stuttgart wollen oder wohin die gehen.
Arbeitsplatz in Liste. Ja, Arbeitsplatz Stuttgart. Wie nach Stuttgart runter. Oder hier haben wir auch schon richtig Personen jetzt, 80. Jetzt dürfte mittlerweile auch etwas voller sein. Ja, gerade mal 7 jetzt noch hier hinten. Jetzt stehen auch noch 30 via Köln. Ja, wohin wollen denn die alle? Köln-Kassel, Wohnort. Ah, Radies. Die will nach Radies. Okay. Leute von hier wollen auch nach Kassel rüber. Ja, dann sollen sie hier runterdüsen und dann nach da oben. Das ist eigentlich schon relativ das Richtige. Machen aber auch noch permanent Minus hier, dann recht. Das ist der hier, verdunkelt. 44,8 pro Jahr. Schnell Werte hecht 70. Ja, jetzt kann er ja eh nicht schneller. Na, die drauf. Hier, oh, die machen auch nur Minus. Was sind das für Teile? Personenstadtbus in Kassel. Wie viel haben wir da drauf? Da sind 2 Busse. Wir haben mal einen Fahrzeugersatz. Mal 100, da können wir was anderes nehmen. Hier sollten da eigentlich erreichen. Aha, Köln Ölraffinerie. Okay. Jetzt habe ich den falschen erwischt. Ich wollte eigentlich der hier. Hier 10 haben die. Machen auch noch Minus. Schmeißen wir den gleichen rauf. Jetzt mal behaupten. Müssen wir mal zu der Fabrik. Was meint die? Müssen wir hier mehr. Ja, müssen hier wahrscheinlich mehr abtransportieren. Wie das aussieht, das haben wir hier drauf. Ja, 120 hat der dabei. Nehmen wir
müssen wir definitiv mehr raufschmeißen. Wie haben wir jetzt hier drauf? Wenn ich das mal wissen dürfte. 4. Hier mal 2 zusätzliche drauf. Schauen, was es bringt. Insgesamt sollte hier ein bisschen mehr angeliefert werden, respektive abtransportiert werden. Das schießt hier richtig in die Höhe. So wir da hinten auch noch 2 Städte mehr versorgen müssen. Das wird wahrscheinlich noch Konsequenzen haben, dass wir hier wahrscheinlich mehr abtransportieren müssen. Ja, der Zug, der kann 52 Einheiten, also das müssen wir jetzt ein bisschen beobachten hier. Ja, liebe Freunde, ich würde sagen, an der Stelle machen wir eine kleine Pause, dann geht's ja morgen weiter. Bis dahin, alles Gute und bis dann. Tschüss!